falsch. Hier. Are you serious? Meinst du das jetzt ernst? Your special agent Kaname Date. Du bist der Spezialagent Kaname Date. You're a member of Abyss, and that means you answer to me. Du bist ein Mitglied, also du bist ein Mitglied von Abyss, das heißt, du gehorchst mir. I called you here to inspect the scene, Date. Ich habe dich hier herbeigerufen, damit du hier die Szene, also den Tatort inspizierst, Date. Sure, boss. But inspecting dead bodies isn't usually part of the job. Ja, sicher, Boss, aber tote Körper zu inspizieren ist aber eigentlich nicht der Teil meines Jobs. Usually, no. But tonight it is. Ja, gewöhnlicherweise nicht, aber heute Nacht ist es das leider. Because you know this woman, don't you, Date? Es liegt daran, weil du ja diese Frau kennst, oder? Oder beziehungsweise kanntest, oder? I had to tell you. You deserve to know. Ich musste es dir sagen. Du hast es auch verdient. Also du hast es auch verdient, das zu wissen. Okay. Wie heißt du nochmal? Are you serious? It's Kagami! Ernsthaft jetzt? Ich bin's Kagami! Oh mein Gott, der steht sogar auf. Wie heißt du nochmal? Ich glaube, ich weiß seinen Namen. Ich brauche ihn nicht nochmal zu fragen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich seinen Namen kenne. Er hat es mir ja schon bereits gesagt. Sein Name ist, wie war der nochmal? Hey, what'd you say your name was? Hey, wie war dein Name nochmal? Hey. Hey. Hello? Hey. Hallo. Hey. I know you can hear me, Kagami. Ich weiß, dass du mir hören, also mich hörst, Kagami. So you do know my name. Also kennst du meinen Namen. Inspiziert den Tatort. Okay, ich glaube, der will nicht mehr gestört werden. Den haben wir zu sehr belästigt. Okay, ich würde mal sagen, wir checken einfach mal den Leichnam. Shoko Nadamis Leichnam, okay. So, wer hat dich ermordet? So, dann gucken wir mal. Ich vernehme sämtliche aufkeimende Stresszeichen, also beziehungsweise Stresssymptome in deinem Körper. Cortisol and ACTH concentration is rising. Das Cortisol und die ACTH-Konzentration erhöht sich. Don't bug me with jargon right now, right? Kannst du mich mal vielleicht mit deinem Fachjargon nicht mal nerven? Ich bin einfach nur enttäuscht. Okay, enttäuscht. Also jetzt nicht irgendwie traurig oder sauer, sondern enttäuscht. Ich kannte sie. I know. Remember that I also saw her several times. Das weiß ich. Denk dran, ich habe sie ja auch mehrmals gesehen. Though it has been quite some time since we last saw her. Aber es ist auch schon eine Weile her, seitdem wir sie zum letzten Mal, also seitdem wir sie zum letzten Mal gesehen haben. Ich kann sie nicht mehr angucken, ja. Okay, Leichnam, also Körper. Sie hat mehrere Stichwunden vorne auf ihrem Torso, also beziehungsweise auf dem Oberkörper. Grund für ihren Tod, Blutverlust durch diese Wunden. Nach der Körpertemperatur und der Leichenstarre zu urteilen, ist die Tat so ungefähr vor 6 Stunden passiert. Somit müsste der Tathergang ungefähr so gegen 5 Uhr nachmittags passiert sein. Mehrere Stichwunden, aber keine Schnitte. Das heißt, the victim is probably stabbed with something pointed and smooth, like an ice pick. Es sieht genauso aus wie ich, wenn ich aufstehe.
Ach so. Die sieht genauso aus, wie ich, wenn ich aufstehe. Oh, das hoffe ich mal nicht. Das hoffe ich mal nicht. Meinst du die Chefin oder meinst du... meinst du die Ermordete? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. ja, das Opfer wurde höchstwahrscheinlich mit irgendetwas Spitzen niedergestreckt. Sowas wie ein Eispickel. Mehrere Stichwunden auf ihren Körper. Auf ihren Oberkörper. Sonst, was können wir denn hier? Linkes Auge. Die linke Augenhöhle ist leer. Also beziehungsweise der linke Augapfel wurde wohl aus dem Opfer entfernt. Left eye. Ihr linkes Auge. The most likely scenario is that the killer or killers removed it. Ein mögliches Szenario ist, dass wohl der Täter oder beziehungsweise die Täter es entfernt haben. Well, we don't know that for sure. Aber wir wissen es nicht. A crow or some other animal could have pulled it off. Es könnte auch eine Krähe oder ein anderes Tier gewesen sein, welches das aus dem Leichnam herausgezogen hat. Impossible. Unmöglich. Nach dem Blutverlust zu urteilen, wurde wohl das Auge von dem Opfer entfernt, bevor sie umgebracht wurde. Sie haben das aus ihr rausgepult, als sie noch am Leben war? Correct. Korrekt. Oh. Okay. What was that? Was war das? Analyzing the source of the sound. Ich analysiere den Hergang der Geräuschkulisse. Sonic analysis indicates the sound originated from inside the merry-go-round central column. Nach der Geräuschquelle zu urteilen, ist es wohl in der Säule des Karussells gewesen. Inside the column? In der Säule? Okay, dann schauen wir mal. Was? Weil ich immer so lange wach bleibe. Ja. Das ist bei uns auch so. Nach einer langen Anime-Nacht. Ja, die Vox-Anime-Nacht. Die es leider nicht mehr gibt. wir gucken mal einfach in der Säule, was da ist. Das Geräusch kam nämlich von hier drin. Date, use me to see through the column. Date, verwende mich, um sozusagen die Säule durchzuchecken. Verwende den Röntgenmodus. Okay. Date, use me to speak. Ja. The X-ray mode. Ja, mach ich. Ich mach schon. Röntgenmodus. Okay. Da ist wohl jemand drin. Wer könnte das sein? Was macht sie auch da? Oh nein. Anscheinend ist da wohl jemand drin. Ich habe meinen Regenschirm weggeworfen und rannte Richtung Säule. Hey, wait! Ey, warte! Shut up. Halt die Klappe! Ich habe ihn zur Seite geschubst und rannte Richtung Plattform. Hey, I know you're in there. If you can hear me, say something. Hey, wenn... Ich weiß, dass du da drin bist. Wenn du mich hören kannst, sag irgendetwas. Keine Antwort. Nachdem ich so ein bisschen nachgeschaut habe, habe ich gesehen, dass es ein Griff an der Säule stand. Also, dass ein Griff an der Säule stand. Ich habe fest zugegriffen und habe es versucht, es zu öffnen. Es geht nicht auf. Es kann sein, dass es von innen abgeschlossen ist. Verdammt. Hey, whoever's in there, stay back. Izuki. Und sie hatte einen Eispickel bei sich.
War sie das? War das Mizuki? Nur Fragen in meinem Kopf. What is this place? Was ist das hier für ein Ort? Wir sind plötzlich jetzt hier in einer komischen Gegend gelandet. Und wie ihr schon bereits seht, beziehungsweise gesehen habt, ist Mizuki ja ins Krankenhaus geschleppt worden. Aber was hat es damit auf sich? Wieso war sie in der Säule? Wieso hatte sie diesen blutigen Eispickel bei sich gehabt? Das gilt alles jetzt erstmal herauszufinden. Und ja, ich hoffe nur nicht, dass dieses kleine Mädchen da irgendwas verbrochen hat. Was ist das für ein Ort? This is your dream. Es ist ein Traum. I'm me. Ich bin ich. Correct. You are Date. Korrekt, du bist Date. And you are? Und du bist? Du bist... Where do I even start with this? Wie fange ich denn am besten an? Ich weiß auch nicht, was dieses weirde Tanzen soll, ehrlich gesagt. Ich kann all deine Fragen beantworten. Okay, na dann. Who are you? Wer zum Teufel bist du? Ja, ich bin ich, natürlich. I know that voice. Iba? Ich kenne diese Stimme. Iba? Indeed. Genau. Why do you look like a fluorescent shrimp? Warum siehst du aus wie eine Garnele? What are you talking about? I must look so cute that you've lost your mind. Worüber redest du da eigentlich? Ich sollte doch eigentlich total süß aussehen, dass ich da eigentlich total verrückt machen müsste. Under normal circumstances, I would lecture you about your awful taste, but... Naja, normalerweise müsste ich dir eigentlich eine Lektion für deinen ganz komischen Geschmack geben, aber What are you doing in my dream? Was zum Teufel machst du in meinem Traum? Du hast mich beschworen. Mein Bewusstsein und dein Bewusstsein sind miteinander verbunden. This is why I appear in your dreams. Consider me an alter ego. Deswegen tauche ich auch in deinen Träumen auf. Denk einfach, ich wäre ein alter Ego. But I shouldn't waste time explaining further. You will have forgotten this by the time you wake up. Aber ich sollte jetzt hier die Zeit nicht verschwenden, um das noch mehr zu erklären, also beziehungsweise um das Ganze noch tiefer zu erklären. Du bist sowieso ohnehin das Ganze alles vergessen, nachdem du aufgewacht bist. Ich werde das aber mit dir besprechen, sobald du wach wirst. Ich versuche erstmal die Situation nur zu verarbeiten. Gute Clips, nicht jugendfrei. Okay. Mein Gehirn arbeitet nicht gerade so konstant mit. Okay. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich gerade am Schlafen bin. Somit sind es Dinge, die ich eigentlich wissen müsste, ich mich aber nicht erinnern kann. Mein Kopf ist irgendwie verworren. Ich bin nicht mehr so richtig ich selbst. Es fühlt sich so an, als wäre jemand in meinem Kopf. Ganz komisches Gefühl. Putting that aside, do you recognize this room? Das heißt also, wir sind jetzt quasi in unserem Traum gefangen und Iba ist sozusagen
das kleine Zyklopen-Pokémon, wie ich es am besten nennen würde, hat da sozusagen eine menschliche Form und beziehungsweise sie kann sozusagen ihre Gestalt wandeln und ist dann mit ihrem Bewusstsein und unserem Bewusstsein in den Träumen quasi verbunden und können sie deswegen auch so sehen. So, also nebenbei, erinnerst du dich an diesen Raum? No, not at all. Nee, nicht ganz. I suppose that's fine. Das wird wohl okay sein. Let us begin. Dann fangen wir mal an. Begin what? Mit was denn? Somnium scan. Activate. Das Zyklopenauge. Got it. Ja, das ist komische Starter-Pokémon. Nein, Spaß. Who's that Pokémon? It's Zyklopenauge, genau. ich hab's. Got what? Was hast du? I have completed a scan of your Somnium, your dream world. Ich hab gerade dein Somnium gescannt. Deine Traumwelt. Ja, Somnium Files. Jetzt wisst ihr ungefähr, jetzt wisst ihr natürlich, was jetzt Somnium bedeutet. Es ist die Traumwelt. Laut meinen Simulationen, beziehungsweise laut meinen Scans, sind sämtliche mentalen Blockierungen, habe ich beziehungsweise mentale Blockierungen entdeckt. Mentale Blockierungen? Hast du schon bereits vergessen? Selbst deine Logik zu urteilen, also beziehungsweise. Ja, ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich irgendwie so deine Kognitionsfähigkeiten. Genau, selbst deine Kognitionsfähigkeiten sind irgendwie verworren. In short, Somnium is a world built from the deepest resources of your consciousness. Kurz und bündig, Somnium ist eine Welt, die aus deinem tiefsten Bewusstsein erschaffen wurde. Divided into several layers. Each layer stands upon a foundation, a base component. Diese Welt hat natürlich entsprechende Schichten. Und jede Schicht besteht aus einem Fundament, einem Basiskomponenten. Think of these foundations as mental blocks, or simply blocks for convenience. Denk einfach, dass diese Fundamente mentale Blockaden sind. Oder einfach nur Blockaden, um das noch weiter zu verkürzen. Mentale Blockaden müssen zerstört werden, bevor wir uns weiter, also beziehungsweise noch tiefer in das Bewusstsein eingehen können. Und die Wahrheit verbirgt sich meistens immer in den tiefsten der Schichten. Deswegen müssen wir die Mentalblockaden zerstören. Correct. Richtig. So I just need to turn on all the lights and open the door? Also muss ich zum Beispiel die Lichter anmachen, um die Tür zu öffnen. Shouldn't be too hard. Das soll doch gar nicht so, sollte eigentlich nicht so schwer sein. Don't be so sure. Appearances in this world can be deceiving. Naja, seid ihr nicht so sicher. Also Sachen, die hier in dieser Welt erscheinen, brauchen auch keine wirkliche Form von Logik. Let's start with the door. Fangen wir mit der Tür an. Please direct me to the door and give me instructions. Bring mich zur Tür und gib mir Instruktionen. Ah, ich verstehe. Also kann ich mit dir machen, was ich will in dieser Welt. Well, I suppose that is true. Nun, ich gehe davon aus, dass es der Wahrheit entspricht, aber... All right, let's do this. Okay, dann machen wir es. Boah, ey, es geht schon los hier. Sinking in the brain. Okay. I'm sinking in the brain. Sinking in the brain. So. Dann machen wir das mal. So, schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Und das meinte ich jetzt mit dem kleinen Persona 5 Aspekt. Dass man in so einer Art Traumwelt jetzt erstmal ist und dann versucht jetzt erstmal hier rauszukommen. Aber das ist jetzt sehr Tutorial-lastig. Also macht euch jetzt da erstmal keine Gedanken drum. So, gehen wir zur Tür.